alles, was Rang und Namen hat, ist hier. Wie schaffst du das alle Jahre? Ja, mit einer großen Unterstützung meiner Frau natürlich, die eigentlich die Vize-OK-Chefin ist insgesamt, die letzten 4 Wochen, glaube ich, 1500 E-Mails bearbeitet hat, um das alles auf die Beine zu stellen, mit einem sehr starken Team noch im Hintergrund. Wir haben wirklich also eine gute Mannschaft die letzten Jahre geformt, das auch zu ermöglichen, und haben heuer, wie gesagt, einen neuen Rekord mit 500 Startern aus 22 Nationen und sind besonders stolz drauf, so ein großes, super Teilnehmerfeld hier in Wörgl begrüßen zu können. Ja, die nächsten Rennen werden dann die Junioren B an den Start gehen, wo wir vom Verein die stärksten Leute haben. Da ist auch der Manuel Vogel dabei und der Thomas Bedutschnik, beide Jürg-Eichner-Läufer, waren im Winter schon mit dabei bei den Spielen, haben letztes Jahr einige Europacup-Rennen gewonnen. Manuel Vogel war Gesamt-Europacup-Sieger letztes Jahr, auch eine Julia Ankrisch, die Europas Vizemeisterin der Staffel war, auch Europacup-Siege schon gemacht hat im letzten Jahr und heuer ganz gut drauf ist. Auch aus Tiroler Sicht auch eine Vanessa Bittner, die also sehr stark im Europacup heuer schon begonnen hat, und wir können uns auf sehr spannende Rennen freuen. Aber was dazu kommt, ist, wir haben in Summe 11 Weltmeister am Start, 32 Europameisterschaftsmedaillengewinner, also ein Teilnehmerfeld, das in Europa eigentlich das zweitgrößte Rennen und das zweithöchste Rennen mittlerweile geworden ist. Yeah, we have the semi-final next. Actually feel really good today. Yesterday was a little difficult, not used to skating in the wet track, but today it felt really good this morning. So I think it's going to be fun in the 1000 and then to the points race. So I think I should have 2 good races left in me for today. Furthermore, you are the world champion in inline speed skating. What's the next highlight for you after your stay here in Tirol? I go next week because I'm the Swiss national coach, so we have a training weekend next weekend, then I have a weekend off, and then I head to the 24-hour Le Mans.
Ja, der SC La Tella Vögel nicht nur eine hervorragende Veranstaltung organisiert und das zum 7. Mal hier und zum 4. Mal der Europacup, sondern auch ein hervorragendes Team von Jung bis Jung geblieben. Neben mir Anna Petutschnik, einer der hervorragenden Youngstars aus diesem tollen Nachwuchsteam. Anna, das Rennen, das nächste steht bevor. Zwei anstrengende Tage, viele, viele starke Gegnerinnen, die auch hier rund um dich herumstehen. Wie ist es dann mit der Nervosität? Du bist ja schon jung, aber auch routiniert. Ja, schon ein bisschen, aber nach der Zeit geht es schon wieder. Und ist der Papa zufrieden? Der Robert Petutschnik natürlich nicht nur der Papa, sondern auch der Chef, Organisator, der Kopf dieser tollen Veranstaltung. Ist man da stolz, dass man auf eigenem Boden vor den vielen Tiroler Fans, die dich natürlich bestens kennen, auch hier sein Bestes geben kann? Ja, sehr. Normally I like rain races, but we came from Italy. We had a training camp in Senigallia. So we came from Italy and I forgot to bring my rain wheels. So I came here and I saw the weather and then I didn't like it that much anymore. What's your professional discipline? The long distances or the short ones? Mostly the speed distances, so the 1000 meter and the elimination. The points is a little bit long for me. And the 300 and 500 are a little bit too short, so I prefer the middle speed distances. But you like take a look forward to the summery great European Cup here in Vögel. Yeah. I hope we do good, and I hope tomorrow we can do a good team performance again. And after this great weekend, what's your next highlights? What's your next great race? The European Championships in Hungary. And after that, I hope the World Championships, and I think they're in Italy, but I'm not sure. So Manuel, jetzt haben wir ja ein ganz spannendes 1000-Meter-Finale gesehen und dabei im Finale war nur Europameister und Medaillengewinner, natürlich auch du als Vize-Europameister. Was sagst du zu deinem Rennen? Ja, das Rennen war von mir aus taktisch gut gefahren und ich habe Glück gehabt, dass die zwei Italiener gleich am Anfang attackiert haben und ich mitgehen habe können. Und ich denke, ich kann sehr zufrieden sein mit dem Rennen gegen so eine Horde von Italienern und dann eine Übermacht von Simon Albrecht und bin ich stolz drauf, hat gut passt. Du bist ja nicht ein reiner Sprinter, wie einige anderen da im Feld waren. Du bist ja ein Langdistanzer. Ich muss sagen, auf 1000 Meter so gut mitzuhalten. Alle Gratulation für die super Leistung. Und wir werden ja noch heute ein Punktrennen sehen über 5000 Meter. Was hast du dabei vorgenommen? Ja, bei den Punktrennen über 5000 Meter sehe ich natürlich die größte Chance bei dem Rennen an dem ganzen Wochenende.
Ich denke, das ist mein Rennen und ich werde probieren, alles zu geben. Ich werde sicher versuchen, die meisten Punkte zu holen und am Ende ganz oben zu stehen. It was really hard because there were a lot of strong people and strong athletes, and so also for the rain it was difficult, but I got an amazing teammate, so it was they helped me, so I was very happy for this, and I'm happy. I was a little bit afraid. In fact, also for the track, because it was really, it was full of water, and so I was a little bit scared. But then we were few people, less people than the boys, and so I wasn't so afraid. I hope to be prepared for the European Champions, and I hope also for the World Championship in the future, and. I will train myself a lot for this.